So, hallo. Ja, ich wollte mal ein bisschen was mit euch teilen. Bei mir ist wahnsinnig viel passiert, auch in den letzten Tagen. Ich hatte einen Haufen geniale Coaching-Gespräche mit wunderbaren Frauen. In Rising Up lief auch die erste Runde der 1:1-Gespräche. Und das ist immer so eine richtig tiefgreifende Geschichte, wenn die Ladies mir erlauben, wirklich tief einzusteigen in diese Bullshit-Stories, in diese Lügen, die wir so verinnerlicht haben in unserem Leben, aus unserer Kindheit, aus unserer Ahnenlinie. Einfach diese Lügen weitergetragen haben, diese große, große Lüge, ich bin nicht genug, ich bin nicht wertvoll, ich genüge nicht. Ich muss etwas tun, um wertvoll zu sein. Und diese ganze Lüge wird mir von meiner Welt gespiegelt. Es wird mir immer wieder gespiegelt. Es kommen krasse Sachen zum Vorschein. Meine Umwelt, die Menschen da draußen, die sagen mir böse Sachen. Auch insbesondere unsere Eltern. Und ich habe auf YouTube ein Video gemacht, wo ich genau das erklärt habe, wie wir eigentlich hierher kommen, unsere Divine Design Reise beginnen als Spiegel unserer Eltern, als Spiegel unserer Mutter. Unsere Eltern, unsere Mutter insbesondere, wirft uns eine Identität über mit der Ansicht, die sie über sich hat. Sie kann keine andere Ansicht projizieren auf ihre Kinder, auf ihr Kind, als die Ansicht, die sie über sich selber hat. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal wirklich an jede Frau appellieren: Bring dich ins Divine Design, bring dich in deine höchste, wahrhaftigste Version. Damit hast du deine Aufgabe, deinen Lebenssinn erledigt sozusagen und kannst anfangen, dein Leben zu genießen und die Person zu sein, die du wirklich bist. Und es ist an dir, das zu tun, zu verstehen, dass es im Außen nichts zu tun gibt, dass es im Außen nichts zu ändern gibt, dass es im Außen nichts zu manipulieren, zu kontrollieren, zu beeinflussen gibt, sondern dass es eine Reise ist zu dir selber, zu deiner wahrhaftigen Version, zu deiner Divine Design Version. Darum bist du hier, das ist dein Lebenszweck. Du hast keinen anderen Lebenszweck, sondern dein Lebenszweck ist genau das zu machen und damit deine Ahnenlinie zu heilen, deine Welt zu heilen, dein Universum zu heilen, deine Familie zu heilen, indem du voll und ganz aussteigst aus diesen Lügengeschichten, aus dem Ego-Design, aus dem Mangel-Design, aus dem Leid-Design, aus dem teuflischen Design. Nenn es, wie du es möchtest, all dieses menschliche, verdammte Human-Design-Denken auf der Basis von: Ich bin nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Es ist für dich an der Zeit, es zu verstehen. Und es ist für dich an der Zeit, wirklich zu verstehen, wer du wirklich bist und all diesen Bullshit, den du irgendwann mal über dich angenommen hast, gehört hast, gesagt gekriegt hast, einfach als Lüge stehen zu lassen hinter dir und als die weiterzugehen, die du wirklich bist in Wahrheit. Und gerade das ist immer wieder der Grund, warum Menschen kein geiles Leben führen, warum Menschen ein Leben in Mangel führen. Ein Mangel in Geld, ein Mangel in Gesundheit, ein Mangel in Glück, ein Mangel in Freiheit und immer wieder das Gefühl haben, es fehlt etwas, es ist etwas nicht da, ich muss etwas haben, ich muss etwas aus dem Außen holen, ich muss Liebe von jemandem bekommen, ich muss Geld bekommen und rennen diesen Sachen im Außen nach. Und sind nie erfüllt, weil die Erfüllung von innen kommt. Und es ist so unglaublich, was für Denkkonstrukte unser menschlicher Verstand sich zusammensetzt und uns auch noch sagen lässt: Ja, das ist super, das ist richtig, du musst weitermachen, du musst weiter hustlen. Und ich habe zum Beispiel gestern mit einer Lady gesprochen, die hatte ein Königinnenkonzept. Sie möchte die Königin sein. Sie möchte eine Frau sein, die anerkannt wird, die geliebt wird, die unterstützt wird und dann kam's, die Liebe zulassen kann.
Und da habe ich erkannt wieder, was für Königinnenkonzepte, was für Göttinnenkonzepte hier unterwegs sind, die den Leuten immer wieder weismachen, hier ist deine Königin. Deine Königin-Version ist außerhalb von dir. Und dann auch noch auf ein Podest gestellt und dann auch noch die Überlegung gemacht und da muss ich hin und da muss ich dran arbeiten und da muss ich mich bemühen. Diese Lady, mit der ich da gestern gesprochen habe, die hat einen 7-jährigen Dualseelenprozess hinter sich. Leute, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was uns da alles in Abhängigkeit und in nicht gut genug und du musst machen und du musst tun und du musst gut genug werden. Du musst diesen Prozess durchgehen und so weiter und so fort. Und das ist eine lange Geschichte. Das fängt nur an, weil ich nicht weiß, dass alles in mir entsteht und in mir kreiert wird und dass ich immer noch irgendwo ein Hintertürchen finde, um mich schlecht zu machen, um mich nicht gut genug zu machen, um mich auf einen Prozess zu schicken, um etwas zu erreichen. Die Divine Design Reise ist kein Prozess, um etwas zu erreichen. Die Divine Design Reise ist, etwas zu erkennen, das schon lange in dir da ist. Zu erkennen, dass es nichts außerhalb gibt, dass die Königin nicht außerhalb auf einem Podest steht, die du sein möchtest, die du erreichen möchtest, sondern zu erkennen, dass diese Königin schon lange in dir schlummert, die ist da und dass du nur diesen ganzen Bullshit drumherum abkratzen musst, den du tatsächlich noch glaubst und diese Glaubensstrukturen, diese Überzeugungen, die alle auf Basis sind, es ist etwas da draußen, das ich erreichen muss. Ich muss etwas von außen nach innen bekommen. Das bringt mich auf 7-jährige Dualseelenprozesse. Das bringt mich auf einen 7-jährigen Leidensprozess und so weiter und so fort. Und das ist nicht notwendig. Das brauchst du nicht. Du brauchst die Erkenntnis. Die Erkenntnis kann von jetzt auf nachher passieren. Die Erkenntnis, die du brauchst, ist eine Erkenntnis, die dir klar sein muss. Und dann brauchst du die Erinnerung daran. Die Erinnerung, die Erinnerung, die Erinnerung. Weil natürlich diese alten Glaubensmuster, die noch da sind, die immer wieder von einem anderen Ecken, von einem anderen Ende kommen wollen und dir wieder weiß machen wollen, du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, du genügst es nicht, du brauchst im Außen Bestätigung und dann suchst du Bestätigung und du kriegst nur Bestätigung dafür, dass du nicht gut genug bist. Du erinnerst dich an Situationen deiner Vergangenheit, an Schmerzen deiner Vergangenheit und so weiter und so fort. Und das ist genau das, wo du dann aufpassen musst, weil dann entsteht ein Sog, der dich wieder in dein altes Ich, in deine alte Mangelidentität bringt, weil wenn deine Mutter dir gesagt hat, du bist nicht gut genug, wenn deine Mutter dir dokumentiert hat, du bist nicht wert, wenn deine Mutter dir dokumentiert hat, andere sind sie viel, viel mehr wert, dann heißt das nicht, dass es stimmt, sondern dann heißt es, dass deine Mutter von ihrem eigenen Unwert überzeugt war und es auf dich transformiert hat. Und es gibt so krasse, crazy Stories, die ich immer wieder höre, die so tief sitzen, wie zum Beispiel, wenn andere bevorzugt werden außerhalb der Familie. Das war auch immer bei mir so. Es waren alle wichtiger, für alle wurde etwas getan, für alle wurde alles ermöglicht. Und mir wurde gesagt immer wieder, ich bin nicht gut genug. Aber das lag nie daran, dass ich nicht gut genug war. Sondern es lag daran, dass meine Mutter wiederum von ihrer Mutter die Überzeugung übernommen hat, dass sie nicht gut genug ist und dass natürlich das, was aus ihr entspringt, ihre Kinder genau aus dem gleichen verdammten Drecksstoff sind, wie sie selber. Und es ist kein bewusster Prozess, das ist ein energetischer Prozess, das ist kein bösartiger Prozess. Das ist der Prozess, für den wir hier angekommen sind, um ihn zu durchschauen und zu erkennen, dass nichts von dem, was wir jemals geglaubt haben, das uns entwertet, das uns sagt, wir sind nicht gut genug, wir haben uns in Schuld oder Scham oder zurückgewiesener Position hält. Nichts von dem Wahrheit ist, wer wir sind, wie wir gedacht sind, hier zu leben, sondern eine Story, eine Geschichte aus der teuflischen, unterdrückenden Machenschaft, aus der wir uns befreien dürfen.
Das ist die Story. Das ist die Reise unseres Lebens. Darum sind wir geboren. Das ist der Lebenszweck, um Lüge aufzudecken und Wahrhaftigkeit zu leben. Und zwar absolut ausschließlich und nicht mehr in irgendeine Scheiß-Identität zurückzugehen, die uns irgendeine Bedingung, die uns irgendeine Berechtigung geben muss, weil die Berechtigung ist da. Alle Bedingungen sind erfüllt mit meiner Geburt. Alle Schuld ist genommen mit der Erkenntnis, dass ich nicht dieses Arschloch, dieses minderwertige Wesen bin, das mir gespiegelt worden ist als Kind. Dass ich da aussteige aus dieser Realität, aus dieser Geschichte. Und dafür bist du hier. Und dafür ist Rising Up hier. Dafür ist deine 3-monatige Mastermind der Erkenntnis hier. Für deine Erkenntnis, wo ich dich begleite, wo ich dir deinen Bullshit auf den Tisch lege und du sehen kannst, was es für ein Scheiß ist, der dich dein Leben lang eingeengt und unterdrückt hat. Dass es überhaupt nicht stimmt und dass du erkennst, wo das herkommt und dass du den falschen Göttern geglaubt hast, ja? Es steht alles in der Bibel, es wird nur missinterpretiert. Glaube keinem Gott außer mir, außer meinem Divine Design, meinem göttlichen Mind, meiner Perfektion, meiner Schuldfreiheit. Glaube keinem anderen Scheißgott, der sagt, du bist beschissen oder bist nicht gut genug, du hast etwas nicht verdient oder du hast nur etwas verdient, wenn dann. Das ist damit gemeint. Glaube keinen anderen Göttern. Glaube dem Gott, der dir sagt, du bist fantastisch, du bist wertvoll, du bist das Ich Bin. Du bist alles, was hier ist und allerhöchsten Wert und allerhöchste Perfektion. Um das geht es. Es geht um nichts anderes. Es geht um keine Beweise, die du schaffen musst für deinen Wert. Keine Beweise, Bankkonto, Business, bla bla bla. Hier geht es nicht um Beweise, die du dir erschaffen musst, um endlich zu glauben, wie viel wert du bist. Was du verdient hast, was du in diese Welt zu bringen hast, dass du ein Geschenk für diese Welt bist, warum du ein Geschenk für diese Welt bist. Diese Erkenntnis ist die Erkenntnis, die du erringen darfst und die du behalten darfst und in der du bleiben darfst. Und nachher formt sich die Welt nach dir. Die Formwelt formt sich die Welt. Form, Manifest. Nachher manifestiert sich alles aus dieser Energie, aus dieser Ansicht. Alles ist genauso schön, genauso füllig, genauso erfüllt, genauso mangelfrei, sorglos, wie du es dir erlaubst zu sein. Und das ist der Weg. Das ist der Weg von Rising Up. Das ist der Weg in diese Personality, in diese Divine Design Identity. Und genauso dieses Prinzip verfolgen wir in Absolut, dem Business-Programm. Hier geht es darum, dass du erkennst, dass dein Business du bist. Dass du mit deinem Business eine Welt, ein Universum erschaffen kannst, eine Community erschaffen kannst, die deinesgleichen ist, die dir entspricht. Aber das klappt nach dem Gesetz, dem Prinzip der Manifestation, der Schöpfung. Aber natürlich geht es von dir aus. Wenn da wieder irgendein Mangel von dir ist und das geht nicht, das kann ich nicht und das entspricht mir nicht und dafür kann ich nicht entlohnt werden, damit kann ich nicht leben, dafür kann ich kein Geld empfangen, nicht so viel Geld empfangen, niedrige Preise, bla bla bla, all dieser ganze kleine Scheiß, der so viele geniale Businessfrauen, weil Business, jeder ist eine Businessfrau, du bist eine Businessfrau, weil du bist eine Frau mit einer Angelegenheit und deine Angelegenheit ist nichts anderes, als dein Divine Design in diese Welt zu bringen, als dieses Licht zu leuchten, als diesen Weg zu gehen, als dieses Universum zu erschaffen. Das ist dein Job, das ist deine Angelegenheit, das ist dein Business. Und egal, auf welche Art und Weise es dir Spaß macht, du wirst immer dafür bezahlt, du selbst zu sein. Und wenn du selbst eben wertlos bist, nicht gut genug bist, mangelhaft bist, dann wirst du halt mangelhaft bezahlt, wirst du nicht deinem Wert entsprechend bezahlt, etc. pp. Diese ganzen Geschichten, die erzählt werden, diese ganzen Facebook-Gruppen, diese ganzen Claimer, die dich anziehen, werde dafür bezahlt, für deinen wahren Wert bezahlt, bla bla bla. Aber zuerst musst du es kapieren. Zuerst musst du in deinen wahren Wert kommen, zuerst musst du das leben, zuerst musst du dieses Prinzip verstehen, zuerst musst du wissen, wer du bist, warum du bist und wie du bist und wie du wirkst und nicht bla 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 irgendwelche Sätze von Paul Selig ablabern, ich bin Wort, bla bla bla, sondern
tatsächlich zu sagen, ja, ich bin Gott, ich bin Schöpfer, ich bin die Erschaffung, ich bin die Energie, ich bin die Ursache und somit auch die Wirkung. Ich bin alles. Und lass dir keinen Bullshit mehr auferzählen, sondern mach einfach, sei einfach und komm in eine Community, wo genau das die Wahrheit ist, wo nichts anderes erzählt wird, wo du nicht in Abhängigkeit geführt wirst, wo du nicht in einen Prozess geführt wirst, wo du nicht in weg von dir selber geführt wirst, wo du auf zu dir selber geführt wirst, auf deine eigene Wahrhaftigkeit, in deine Verankerung, in deine Wahrheit, die immer schon da war, wo einfach nur geputzt wird. Geputzt wird. Und du bist die Putzerin. Und ich zeige dir, wo geputzt werden darf, wo es du weg ablösen kannst, was nicht zu dir gehört. Das ist das, was ich dir zeige. Ich erleuchte dich nicht, ich übertrage dir auch keinen Code, sondern ich sage dir deine Wahrheit. Deine Wahrheit resoniert mit dir. Der andere Scheiß, wer nicht mehr zu dir gehört, resoniert nicht mehr, fällt ab. Und du bist da. Du bist da. Und dann geht's erst richtig los. Weil wenn du da bist, wo gehst du vorhin hin? Wohin gehst du? Wenn du da bist, als die, der du bist, dann steht dir die Welt offen. Dann kannst du machen, sein, tun, erleben, was du möchtest. Aber zuerst musst du an diesen Punkt kommen. Und deswegen ist Rising Up die absolute Voraussetzung dafür, dass du überhaupt dich weiter in die Welt duplizieren kannst. Du kannst das nicht überspringen. Du wirst immer wieder an diesen Punkt zurückkommen. Und wenn du eine Frau bist, die schon in ihrem Business steht und sagt, ja, ich verdiene ja, aber es sind Sachen und meine Liebe ist nicht da und da ist noch irgendwas und da fehlt noch was, dann ist absolut für dich. Und wenn du Coach-Berater bist, musst du das lernen. Du kannst nicht einen Bullshit in Abhängigkeit weitergeben. Du kannst nicht weitergeben, es geht nur so. Du kannst nicht weitergeben irgendeine Methode. Du kannst nicht weitergeben irgendeinen Ansatz. Du musst die Wahrheit weitergeben, weil wenn du das nicht tust, wirst du dir immer wieder irgendwie als Hochstapler oder wirst an dir zweifeln etc. Das wird immer wieder zurückkommen, weil wenn du etwas anderes verzapfst, weitergibst und lehrst als die absolute Wahrheit über den göttlichen Menschen, über Divine Design, über das, was die Wahrheit ist, wirst du niemals rauskommen aus dem, vielleicht ist doch irgendwie, muss ich was anderes machen, vielleicht muss ich was besser machen, vielleicht brauche ich noch eine Ausbildung, vielleicht muss ich noch eine Methode lernen. Du wirst dich immer in den Kreis drehen, du wirst nie angekommen sein. Aber das, was ich für dich will, ist, dass du ankommst bei dem, was du wahrhaftig bist, in deinem Divine Design und daraus wirkst. Daraus kreierst, daraus manifestierst, deine Welt machst zum absolut Hammer-Universum. Das ist das. Und was willst du auch? Das ist das, was du wirklich willst. Aber du suchst immer irgendwelche Schlängelwege und Schleichwege zu machen, weil du dir die Erlaubnis nicht all in geben kannst. Und deswegen spreche ich hier mit dir, deswegen mache ich meine Videos auf YouTube, deswegen sage ich dir immer wieder, was die Wahrheit ist, weil du weißt es, du spürst es, deswegen hörst du mir hier zu, du weißt, dass es genau so ist. Du weißt es. Aber jetzt geht es eben darum, dass du es auch nicht mehr anzweifelst, sondern dass du sagst, yes, yes, yes. Und so lebe ich jetzt. Und ich räume auf und ich räume den ganzen Bullshit, ich räume die ganze Einschränkung, ich räume das Ganze, ich bin nicht gut genug oder ich bin nur gut genug, wenn. Ich räume das weg und weiß, wie Manifestation, wie Kreation, wie dieses Universum funktioniert, wie diese Welt funktioniert und dass ich die einzige Energie bin, die kreiert und generiert. Und dass diese Energie in meinen Gedanken, Ansichten, Vorstellungen, und da gehe ich auch ganz, ganz heftig drauf ein, was ist Vorstellung? Was ist Geschichte? Welche Geschichten kreieren deine Vorstellung? Wo kommen die her? Wie wirkt das? Das musst du alles verstehen, weil sonst macht dein Verstand nicht mit und führt dich immer wieder in eine alte Welt, in eine alte Geschichte, in die Geschichte des Mangels und führt dich in eine Identität, die verlogen ist. Und dann verlebst du ein verlogenes Leben. Und wenn du ein verlogenes Leben lebst, dann kommst du dir immer vor wie ein Lügner.
und wie ein Hochstapler und wieder jemand, der es vielleicht nicht verdient hat, etc. pp. Und das ist der Weg. Nichts anderes stimmt. Nichts anderes stimmt. Und die ganzen Methoden und die ganzen Ansätze und alles, das ist nur dazu da, um dich ein Stückchen näher zur Wahrheit zu bringen. Aber es muss nicht lange dauern, die Erkenntnis. Du kannst diese Erkenntnis sofort gewinnen. Und dann geht es darum, dass du in der Erkenntnis bleibst. Und dazu ist es gut, sich genau mit Menschen zu umgeben, die wissen, worum es geht. Und nicht mit Menschen, die dir sagen, du musst irgendwelche magischen Codes lernen, magischen Heilcodes oder sonstige Codes oder sonstige Ansätze und sonstiges Hokuspokus. Es geht nur darum, wer du bist. Was du tust, kommt automatisch richtig, wenn du weißt, wer du bist. Und dann kannst du Methoden anwenden, Hokuspokusse machen, wie du möchtest. Du bist die Wirkung und nicht das, was du tust. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Schau auf meinem YouTube-Kanal, da werde ich das Video auch posten. Komm in meine Community, zeig dich und frage dich, will ich den Weg jetzt gehen? Will ich dieses Investment in Zeit und Wert in mich tun? Wenn du es tun willst, dann kannst du bei mir buchen, kannst du bei mir anfragen. Ich muss wissen, dass es passt. Und dann reist du mit uns mit und dann wirst du die geilste Erkenntnis verkörpern und wirst es weitertragen. Das wirst du tun. Aber nur, wenn du all in gehst. Nur, wenn du all in gehst. Und deswegen melde dich bei mir. Ich muss sehen, ob du bereit bist. Wenn du bereit bist, kommst du mit. Also, wir sehen uns ganz bald und hör dir dieses Video immer wieder und immer wieder an. Weil es ist die Wahrheit, die mit dir resoniert. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist einfach die wahrhaftige Wahrheit. Bis dann. Ciao, ciao.